Schau dir den mal an. Das ist süß. Wenigstens sehe ich nicht immer Gespenster. Zwölf kaum auszuhalten. Mir geht's wieder richtig gut. Kopfschmerzen sind weg. Das ist schön. Weißt du was, ich habe keine Lust mehr, krank zu sein. Ja? Schluss damit. Sag, was soll denn das? Du kannst doch nicht so tun, als sei alles in Ordnung. Was soll ich machen? Soll ich mich hängen lassen? Nein, aber du brauchst Erholung. Du bist noch lange nicht gesund, Alexander. Dr. Löwenstein hat gesagt, diese Bewusstseinsstörungen verschwinden wieder. Ja, aber nur, wenn du dir Ruhe gönnst. Gestern hast du noch gesagt, dass du Ferien machen willst. Ich will Ferien machen, aber nicht alleine. Da langweile ich mich nur. Ich mache heute früh Schluss. Versprochen. Das kenne ich doch irgendwie. Ich glaube, das habe ich immer gesagt. Ich habe so oft auf dich gewartet. Ich habe einiges gut. Kannst du nicht anrufen? Sagen, dass du später kommst? Ich muss ein ernstes Wort mit Frau Hoffmann sprechen. Sie hat rumgeknutscht in der Lobby. Mit einem unserer Pagen, Xaver. Das hätte ich ja gar nicht zugetraut. Es wird auch nicht wieder vorkommen. Dafür sorge ich. Katharina, häng's mal nicht zu hoch. Wenn sie ihren Job sonst gut macht. Vorsicht! Süßes ist doch nicht gut für die Taille. Schon ganz lecker. Fehlt nur noch ein Schuss rum. Alexander hat Alkoholverbot. Wie geht's ihm denn? Besser, aber noch lange nicht gut. Ich glaube, die Chefin macht sich große Sorgen um ihn. Hat sie was zu dir gesagt? Nicht direkt, aber sie hat es angedeutet. Weißt du was genaues? Lars, das geht dich nichts an. Ich habe doch nur aus Interesse gefragt. Weißt du, Alexander, würde es schon besser gehen, wenn ihr nicht alle wie einen Todkranken behandeln würdet. Dann solltest du ganz sicher noch einen Schuss rum da rein tun. Ja, musst du immer alles besser wissen? Ja. Zum Beispiel, dass du die beste Dessertköchin der Welt bist. Deshalb bin ich auch hier. Ich brauche was von dir. Was denn? Ein Zaubertrank wäre nicht schlecht. Zaubertrank? Da musst du mir aber das Rezept besorgen. Ja, das habe ich leider selbst verloren. Laura, ich will eine Zauberflöte verschenken. Aus Marzipan. Eine Zauberflöte? Mozart? Ja, ist mir schon klar. Ist auch eine gute Idee. So ein Mozart, ja? Ja, als Erinnerung an einen ganz besonderen Abend. Ja, klar. Mach ich dir. Super. Bis wann schaffst du das? Bis morgen. Du bist ein Schatz. Du, Lars, wenn du mir Adresse und Name von dir sagst, dann könnte ich es direkt als Präsent verschicken. Netter Versuch. Aber dieses Geschenk übergebe ich persönlich. Herr Solfeld? Suchen Sie was Bestimmtes? Nein, ich wollte eigentlich nur mal schauen, was ich mit meiner vielen Freizeit anfangen kann. Übertreiben Sie es nur nicht gleich. Sie kennen mich doch. Wenn ich nichts zu tun habe, dann werde ich schnell unausstehlich. Ja, ich weiß. Sie wollten als kleiner Bub schon nicht im Bett bleiben, wenn Sie krank waren. Das volle Kurprogramm. Wozu hätten Sie denn Lust? Ich weiß es auch nicht. Ich denke, ich werde ausreiten. Was? Das kommt ja gar nicht in Frage. Wenn sie vom Pferd hat, da kann ja sonst was passieren. Aber Alfons, Sie sind schlimmer als mein Arzt. Entschuldigung, ich wollte Ihnen nicht zu nahe treten. Keine Sorge, ich passe schon auf mich auf. Außerdem ist Sundance brav. Ja, aber jedes Pferd kann einmal erschrecken. Ein bisschen Bewegung in der frischen Luft wird mir schon nicht schaden. Alexander, ich will doch nur, dass dir nichts, ich meine, dass Ihnen nichts passiert. Alfons, was ist los mit Ihnen? Warum sind Sie so besorgt um mich? Ich meine, mein Vater ist so ängstlich. Seien Sie einfach vernünftig. Sie hatten eine schwere Kopfverletzung. Na gut, wenn sie Ihnen so wichtig ist, dann werde ich vernünftig sein. Sind Sie beruhigt? Ja, gut. Und wenn es nur um Bewegung in frischer Luft geht und in der Natur, dann hätten Sie die doch auch beim Bergwandern. Na, gute Idee. Sehr gute Idee. Ich wollte sowieso mit meinem Vater eine Wanderung machen. Danke sehr. Ah, hallo. Warum störe ich dich? Du störst doch nie. Komm rein, mein Junge. Na, du bist doch ganz schön blass um die Nase. Ach, das wird sich bald ändern. Fliegst du in den Süden? Nein, ich habe da eine Idee.
Ich wollte dich fragen, ob du vielleicht Lust hast, mit mir eine kleine Bergwanderung zu machen. So wie früher. Gern. Wann denn? Jetzt. Gleich. Oh, Alexander, es wird leider nicht gehen. Charlotte und ich müssen zum Flughafen. Ach so. Naja, ich dachte, du hast vielleicht Zeit. Wo fliegt ihr denn hin? Nach Teneriffa. Das war eine ganz spontane Entscheidung. Schön. Ich meine, das Wetter ist bestimmt auch schöner da. Hm. Ja. Naja, ich weiß, wir wollten schon lange eine gemeinsame Tour machen. Der Berg läuft uns nicht davon. Das können wir verschieben. Oder ich gehe alleine. Kein Problem. Versteh mich nicht falsch. Natürlich würde ich furchtbar gern mit dir auf eine Bergtour gehen. Ja, aber im Moment passt es dir gerade nicht. Ja. Ach, nein. Oh mein Gott, ich weiß, wie es aussieht. Golfen auf Teneriffa ist mir wichtiger, als mit dir wandern zu gehen. Aber darum geht es nicht. Wirklich nicht. Es geht um Mutter, ich weiß. Keine Angst, ich verstehe das nicht falsch. Seitdem sie eingewilligt hat, mitzukommen, habe ich wieder Hoffnung. Ich meine, wer weiß. Vielleicht renkt sich das Ganze zwischen uns ja langsam wieder ein. Genau deswegen musst du mit ihr wegfahren. Wir können das verschieben, wirklich. Auf ein paar Tage kommt es nicht an. Wirklich, keine Angst. Das ist doch ein paar Zweifel. Jetzt, wo ich etwas tun kann, damit es dir besser geht, ach, da muss ich mich entscheiden, ob ich dir helfen will oder meine Ehe retten soll. Vater, wenn du und Mutter wieder zusammenfindet, dann ist das für meine Genesung wesentlich wichtiger als diese Bergwanderung. Meinst du? Ja, ganz sicher. Ja, viel Spaß. Komm da, immer diese glücklichen Pärchen. Ich weiß schon gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal wirklich verliebt war. Na, wirklich, aber ich sehne mich nach diesem Kribbeln im Bauch und dass es mich so voll erwischt. Aber hoffentlich verloren, den richtigen zu finden, ist eh so schwer. Mhm. Und wenn man ihn gefunden hat, darf man ihn nicht behalten. Wusstest du, dass genau das der Grund ist, warum die meisten ihre Partner jetzt im Internet suchen? Erstens, die Auswahl ist größer und zweitens, die Wahrscheinlichkeit, dass es klappt, ist noch viel größer. Die Wahrscheinlichkeit, auf einen Volltrottel zu treffen. Den findest du ja wohl überall. Wollen wir es versuchen? Du, ich habe im Moment wirklich keinen Bedarf. Wieso? Du bist Single, Lars ist weg, ein neuer Kerl muss her. Ich muss mich um Alexander kümmern. Sogar in einem Krankenhaus. Aber gesund ist er auch noch nicht. Ja, es geht ihm besser. Ach, komm schon, Laura, du musst mal wieder irgendwie Abwechslung haben, Spaß und so. Selbst wenn ich das Bedürfnis hätte, mich zu verlieben, dann bestimmt nicht in jemanden, den ich im Internet getroffen habe. Es muss ja nicht gleich die große Liebe sein. Jetzt wart doch mal. So neue Leute kennenlernen kann nie schaden. Und so ein schöner Abend auch nicht. So. Ich wünsche dir viel Glück. Für mich ist es nichts. Hallo Laura. Hallo Viola. Tanja und ihre Ideen. Ein Unbekannten-Treffen übers Internet. Liebe sucht man nicht, Liebe findet man. Oder man stolpert über sie. Aber wenn man dann denkt, man hat sie, ist sie auch schon wieder weg. Viel weiter weg, als man sich überhaupt nur vorstellen kann. Tja, aber was soll man machen, wenn man so doof ist, sich in seinen eigenen Bruder zu verlieben? Hauptsache, er wird gesund. Und glücklich. Mit Katharina. Ich gebe alles dafür, an ihrer Stelle zu sein. Hör mal, Liebe kann man nicht erzwingen. Ja, und lernen kann man sie auch nicht. Und schon gar nicht unterdrücken. Ich hab so Angst, dass es gleich wieder aufhört. Wir dürfen das nicht. Doch, wir dürfen das. Was ist denn mit mir schon wieder los? Es gibt keinen Weg für Alexander und mich. Ich kann froh sein, dass ich zu Katharina und Alexander ein gutes Verhältnis habe. Meistens. Das Wichtigste ist, dass ich in Alexanders Nähe sein kann. Dass wir Freunde sind.
zu sehen. Genießen Sie Ihren Aufenthalt. Ja, danke. Alfons, haben Sie einen Moment Zeit für mich? Aber sicher. Das wird wahrscheinlich ein etwas längerer Moment. Vielleicht könnten Sie Max anrufen, damit er Sie vertritt. Ja, gern. Aber warum denn? Sie haben mir doch heute diese Wanderung vorgeschlagen. Da habe ich mir überlegt, wie wäre es, wenn wir beide heute zusammen wandern gehen? So wie früher. Ja. Ja, aber natürlich, selbstverständlich, gern. Dann rufen Sie an. Ja. Max? Hier, Sonnbichler. Sag mal, könntest du für mich einspringen? Ja, sofort. Grüß Gott. Super, in 10 Minuten. Jawohl, danke. Also, es klappt, der Max kommt in 10 Minuten. Wunderbar. Ich gehe mich umziehen und wir treffen uns in 15 Minuten am Westflügel. Dann gehen wir zu Ihnen nach Hause, Sie ziehen sich um und wir beide gehen wandern. So machen wir's. Gut, bis gleich. Ja. Ist alles in Ordnung? Bin ich zu schnell? Nein. Ist alles wunderbar. Ich fühle mich so gut wie schon lange nicht mehr. Ah, es ist auch wirklich wunderschön hier, trotz des Wetters. Ja. Wenn man gerade den Tod von der Schippe gesprungen ist, genießt man das umso mehr. Das ist ja Gott sei Dank überstanden. Ja, ich hoffe es. Wieso? Ist irgendwas noch nicht in Ordnung? Ich meine außerdem, dass Sie schwach und erholungsbedürftig sind. Nein, es ist nur... Naja, wenn man so lange im Koma lag, dann braucht das seine Zeit. Nicht nur für den Körper, vor allem auch für den Geist. Ja, das verstehe ich natürlich. Ja. In den letzten Tagen, seit ich aus dem Krankenhaus raus bin, da habe ich mir immer wieder so Dinge eingebildet. Ich habe regelrecht Gespenster gesehen. Wie? Also was genau? Naja, ich habe mir zum Beispiel eingebildet, dass Robert was mit Katharina hat. Das ist eine Folge des Komas. Ja, Dr. Löwenstein meint, das wäre völlig normal, die Symptome. Das geht wieder vorbei. In ein paar Tagen ist das weg. Bin ja beruhigt. Deswegen soll ich auch so Dinge unternehmen, wie die Wanderung hier. Dinge, die mir vertraut sind aus meiner Kindheit. Das wird mir gut tun, meint er. Schon schön, hm? Wir zwei hier, wie früher. Danke, dass Sie mich begleiten. Hey. Früher habe ich Onkel Alfons zu Ihnen gesagt, erinnern Sie sich? Und ob. Ja, schau. Dieser Ausflug gilt natürlich als Arbeitszeit, auch wenn Sie sich freigenommen haben. Was? Das ist doch ein Vergnügen für mich. Wer sagt denn, dass Arbeit keinen Spaß machen darf? Das ist auch wieder richtig. Außerdem dient es ja der Wiederherstellung meiner Arbeitskraft. Ist also ganz im Sinne des Hotels. Ja, durchaus. Aber Sie wissen, dass ich mir selbstverständlich auch einen Tag Urlaub genommen hätte. Gehen wir in die Kapelle? Kerze anzünden. Aus Dankbarkeit wie früher.